seine Schwester. Am vergangenen Wochenende führte der erzgebirgische Theaterverein Hormersdorf im Gasthof zum Löwen sein neues Theaterstück, die gemischte Sauna, auf. Darin geht es um eine Sauna, die kürzlich im Ort Hormersdorf eröffnet hat und auch zum gemischten Saunagang einlädt. Das ist einigen Ortsansässigen ein Dorn im Auge. Natürlich kommt es im Theaterstück zu zahlreichen Verwechslungen, Verkupplungen und vielem mehr. Im Vorfeld der Premiere von Der gemischte Sauna hat ErzTV mit dem Vereinsvorsitzenden Michael Ullmann gesprochen. Mehr über den erzgebirgischen Theaterverein Hormersdorf können interessierte Zuschauer am kommenden Freitag ab 20 Uhr hier in der Sendung ErzTV Kompakt in Erfahrung bringen. Oder denkst du vielleicht, den Leuten gefällt es, wenn sie dauernd von dir hier in der Wohnstube behandelt werden?